hoch die internationale Solidarität! Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute Tausende auf der Straße, um zu sagen, Schluss mit den Angriffen auf Afrin. Afrin ist auch unsere Revolution. Rojava ist auch unsere Hoffnung. Vijivar Khodar Afrine! Abgeordnete Pascal Meisner mit einem Grußwort an uns wenden. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin heute hier, weil ich die solidarischen Grüße der Partei Die Linke an euch, die hier heute so kraftvoll auf der Straße demonstriert, überbringen möchte. Und weil ich sagen möchte, dass wir als Linke solidarisch nicht nur an eurer Seite stehen, sondern auch an der Seite derjenigen, die in Afrin, in den kurdischen Gebieten für Demokratie kämpfen, die für ihr Recht auf Freiheit kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage euch, das, was dort abgeht, der Überfall der türkischen Regierung auf Afrin ist ein himmelschreiender Skandal. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit, unter den Augen der Großmächte USA, Russland und auch Deutschlands beginnt dort die türkische Regierung einen Angriffskrieg einzig alleine, um ihr Großmachtstreben dort ausleben zu können. Ich sage euch, wir als Linke in Deutschland werden uns dem immer entgegenstellen. Und es ist ein besonderer Skandal, das ist heute schon viel gesagt worden, dass wir hier in Deutschland eine Regierung haben, die Regierung Merkel und Gabriel, die Waffen an das türkische Erdogan-Regime exportiert. Und ich sage euch, wir haben das nochmal uns genauer angeschaut. Diese Waffenexporte sind im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr sogar nochmal gestiegen. Und gleichzeitig behauptet unsere Regierung, dass sie für Frieden einsteht. Das ist doch ein Skandal, liebe Freunde und Freunde. Und wir haben in dieser Woche im Bundestag als Linke die Situation in Afrin, in Nordsyrien zum Thema gemacht. Wir haben dort deutliche Worte gefunden für Erdogan und seinen Angriffskrieg. Und ich sage euch, unsere Kanzlerin Frau Merkel und der Außenminister Gabriel haben es noch nicht mal für notwendig erachtet, an dieser Debatte im Bundestag teilzunehmen. Das ist eine Schande für dieses Land. Und ich sage euch eins, wir werden weiterhin, wie wir es in den letzten Jahren getan haben, in den nächsten Wochen und Monaten auch im Bundestag deutlich machen. Diese Waffenexporte, die militärische Kooperation im Rahmen der NATO, die Tatsache, dass weitere Bundeswehrsoldaten in der Türkei stationiert sind, ist ein Skandal und muss beendet werden. Und lass mich das nochmal sagen, das ist alles keine Frage nur der Kurdinnen und Kurden. Das ist keine Frage nur der Türkinnen und Türken. Das ist eine Frage aller Demokratinnen und Demokraten. Es ist eine Frage aller friedensliebenden Menschen auf dieser Welt, dass wir dem Angriffskrieg, dass wir der Expansionspolitik Erdogans endlich ein klares Stoppzeichen entgegensetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb sage ich euch, lasst uns auch in den kommenden Wochen weiterhin auf die Straße gehen. Das hier wird nicht die letzte Demonstration sein. Lasst uns den friedliebenden Menschen in Afrin, in den kurdischen Gebieten, in der Türkei zeigen, sie sind nicht allein. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Vielen Dank! Die internationale Solidarität! Hoch! Liebe Freundinnen und Freunde, die Türkei führt einen völkerrechtswidrigen Krieg, wie unser Freund Pascal gesagt hat. Dagegen protestieren Luna, wir protestieren gegen den türkischen Einmarsch. Afrin! 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 Afrin!